Einen wunderschönen willkommen zum heutigen Abend. Wir spielen weiter eine kleine Runde The Last Guardian. Ja, ich glaube auch, er möchte irgendetwas. Ich weiß bloß noch nicht was. So, wie war denn das hier nochmal? Huhu. Okay, das war Huhu. Siehst du, jetzt ist er ganz ruhig. Nee, das war so. Und das war. Das war streicheln. Und das beruhigt. Das beruhigt. Guck mal, da schläft gleich ein. Ja. Ja. Fein. Okay, funktioniert. Sauber. Namen Flo. Fallen lassen. So. Gut, wo waren wir denn stehen geblieben? Sind wir hier angekommen? Ich glaube, wir sind hier angekommen, ne? Oder? Ich weiß es gerade wirklich nicht. Warte mal. Müssen wir mal kurz gucken hier. Ja, wir sind hier angekommen, genau. Alles gut, dreh dich mal um. Komm mal mit. Ich bin falsch gelaufen. Ja. Ja, ist doch gut. Abflo. Gut, wir müssen hier irgendwie. Und vor allem ohne zu sterben müssen wir hier, ne? Oh, da unten ist was zu essen. Darfst du. Alles gut. Der ist so schön. Ja. Wo geht's denn hier runter? Geht's hier runter? Ah, ich glaube, ich soll raufklettern, ne? Ja, guckt ruhig. Alles gut. Tag war soweit in Ordnung. Homeoffice. Ich glaube, ich soll bei ihm raufklettern. Ja, ich bin drauf. Ja, Futter ist unten, habe ich gesehen. Da unten hinter der Säule ist Futter. Aber der Hinweis ist gut, wusste ich jetzt in der Form nicht. Aber dass hier Futter ist, weiß ich. So, komm. Deswegen schnuppert er auch so wahrscheinlich. Ja. Und da wollte ich zwar nicht hin, aber das ist so schlimm. Da unten ist Futter, das sehen wir ja. So. Wenn ich hier runterfalle, bin ich tot, ne? Es sei denn, ich gehe hier lang. Und hangeln. Mich hier. Okay, wir haben es überlebt. Sehr gut. Na komm. Ja, na komm. Nein! Shit! Ist da irgendwas dran an dir? Nee, ne?
Doch, da. Ruhig, ich kümmere mich. Ich mach mal hier noch sauber, ja? Zeig mal her. Da. Ich streiche mal das weg. Uah. Ich mach sauber. Ja, friss ruhig. Ja, ein bisschen tollpatschig ist der aber schon, ne? Puh, hat mich aber gerade ein bisschen erschrocken. Sag mal, kriegst du das noch hier oder brauchst du Hilfe? Oh ja. Krieg bleibt immer gleich. Genau. Ob Bürokrieg oder egal welcher Krieg. Hab. Jawohl. Sehr gut. Kann man das hier aufheben? Ne. Kann nicht kämpfen mit. Wo muss ich hin? Ach, da drüben wahrscheinlich rüber einfach nur, ne? Bleib mal. Halt. Jetzt kannst du. Huch, das Popoloch hier hinten. Na, Wolli. So, komm. Und jetzt kannst du hoch. Oder ich. Ja, hol Anlauf. Ja, und hopp. Und hopp. Oder soll ich hopp machen? Ja, komm da hoch. Jawohl. Was sind das für Speerkrieger? Auch mystische Wesen, ne? Jedia! Wow. Komm ich da runter? Ah ja, ich komm runter. Oh nein, ich schon wieder! Nein! Oh. Ich drück doch alles, was ich kann. Nichts.
Alles gut. Ja, das ist sehr wohl eine sehr gute Nachricht. Weil sowas kann einem ganz schön mitnehmen, ne? Na, Kitana. Alles gut, Trikot, komm. Was haben wir denn hier hinten? Also, was diese Viecher sind, weiß ich nicht. Auf jeden Fall nerven sie tierisch. Ja, nicht weinen. Ich bin ja hier oben. So anmutig aus, wie er springt. Willst du hin? Itik! Warum auch immer hier Gitter vor sind? Oh, hier waren auch schon wieder Viecher. Nein! Wir sind jetzt gefangen. Da geht's lang. Hier geht's nicht lang. Wegen Zapfenstreich, ich hatte gelesen, was war das, die 30 sind, ne, die kennen ja nichts anderes als Angela Merkel. Und da dachte ich mir, ich kenne aber auch nichts anderes als Kohl. Also den Gedankengang hatte ich nach 16 Jahren Kohl genauso. Jo, alles gut. Ja, ich versuche dich zu retten. Oh. Ich komme. Nimm mich hoch. Mach den platt. Los, mach die kaputt. Nein, da nimmt sie einen Speer. Mach. Ist er gefangen hier oder was? Wow. Ich hab keinen Spiegel. Der Spiegel ist mir gemobst worden. Okay, jetzt hat er. Glaube ich. Wow. Alles gut. Heute. Upp. Wo stehen wir denn? Ich mach mal ein bisschen runter hier. Alles gut. Ja.
Ja. Nee, beim letzten Stream, wo wir das angefangen hatten zu spielen, da ist mir irgendwo das Spiel abhandengekommen. Ich glaube, als ich gefangen genommen wurde das erste Mal, da haben sie mir den geklaut. So, wir haben das Tor geöffnet. Ist er gefangen dort, oder? Oh. Warte mal, ich glaube, er muss von dieser Platte runter. Komm mal her. Komm. Komm. Oder ist es der Hebel? Warte mal, ist der Hebel, wa? Nee, der ist... Ach du Scheiße. Hey du, ich brauch dich, Junge. Komm ich denn... Ah, warte mal, da ist ein... Da ist der Hebel für das Tor. Wo komme ich da hin? Oh Gott, nein, ich muss da... Ach du Scheiße. Ich muss da durch. Ich muss da durch. Oh Gott, ich werde sowas von sterben. Ja, nur gut. Nein. Ja, könnte ich auch, stimmt. Okay, gut. Wow. Also man kann sich aus den rauswickeln, wie auch immer. Komm die da hoch? Ich glaube, jetzt macht er Stress. Guck dir das an. Der hört nicht auf. Alles gut, alles gut. Alles gut. Alles gut. Streicheln.
Ja, weil, weil Bundeskanzlerin das auch verboten hat, weißt du? Ja, ist egal. Das ist schon wieder aggro. Ja, das Feuerwerk ist ja nicht wegen Feinstaub verboten worden, ne? Sondern um die überhöhte Zahl von Unfällen, die dann nachher auf der Intensiv oder so landen, im Klinikum, einfach mal zu minimieren. Alles gut, mein Kleiner. Ja, auch gut. Oh ja, fein. Das sieht einfach nur schick aus. Das sieht einfach nur schick aus. So. Ich habe mich fallen lassen. So, wo sind wir? Wo sind wir denn jetzt hier? Wir sind irgendwo draußen. Ja, deswegen. Ich meine, was bringt es mir? Also. Ich bin ja nun jetzt seit ein paar Jahren selber Tiereigentümer ist doof, Wirt oder Wirtschafter eines Tieres, ja. Und Silvester ist absolut bescheiden. Ich selber mag die Böllerei auch nicht, also ich mag diesen Knalleffekt nicht. Ich erschrecke mich immer, obwohl ich das sehe. Ich muss immer was in den Ohren haben, das wäre einfach zu viel. Und außerdem hat man in der Vergangenheit sehr viel erlebt und erlernen dürfen. Wenn man auf dem Dorf groß geworden ist, wurde da ganz schnell. Ja, doch. Wurde da ganz schnell zu Silvester eine Straßenseite, andere Straßenseite und Böller gegeneinander werfen. Das ist absoluter Shit. Ist in der Stadt genauso, aber auf dem Dorf war es halt gang und gäbe. Und ich habe einfach vor den Dingern Angst. Oh, vor Raketen, einfach dieses, also nicht Angst in dem Sinn, das kann man sich so jetzt schwer vorstellen, sondern das ist, ich weiß, die knallen, ich sehe sie knallen, aber trotzdem erschreckt man sich, ne? Oder das ist einfach zu laut, zu impulsiv im Ohr. Na, machen wir das lieber darauf hinaus. Und deswegen, ich brauch's nicht. Ich persönlich brauch's schlichtweg nicht und eigentlich braucht's keiner. Für mich ist das ein Brauch, der kann in der Form weg, weil der völlig unnötig ist. Deswegen, genau aus dem Grund auch. Was haben wir hier? Achso, ja, wir haben hier ein Fass. Für unseren Kleinen. Ich bin mal gespannt, wie es dann dieses Jahr zum nächsten Jahr hier in der Region dann aussieht, ne? Wo dann was geballert wird, wer vielleicht von den Nachbarn ballert, also ohne die jetzt an den Pranger zu stellen oder so, aber eben dann einfach mal sagen, Leute, so wird das nicht. Ja. Weil dann kommt da bestimmt wieder von dem einen, der Cousin oder so, 7. Grades, der dann irgendwo in Polen die Sachen wieder gekauft hat und vorbeigeschmuggelt hat. Ja, da vor allem, man denkt, man ist unverwundbar, ja. Die Leute. Oder, ach, das kann mir ja nicht passieren. Ach, mal eine Rakete hinten in den Po stecken, ist doch Gaudi, ne? Besonders, wenn man besoffen ist und so. Ja, und dann passiert's. So, ich glaube, ich muss da rüber eigentlich, ne? So.
Springst du oder? Wahrscheinlich nicht. Ne, er springt nicht. Okay. Ja, ne? Soweit, so gut.